Guten Tag. Ich weiß, mit dem Spruch werde ich mir nicht viele Freunde machen und ich werde höchstwahrscheinlich auch viel Gegenwehr stoßen, aber ich sage euch, wie ich es empfinde, ist ja alles subjektiv hier bei mir, zu viel üben ist gefährlich. Ich erkläre auch gerne warum. Wie ihr wisst, mache ich den Zauber ja schon seit vielen Jahren und stelle in allen möglichen Bandkonstellationen fest, nicht nur eigene, sondern auch Bands, die ich produziert habe oder wo ich mit dem Übungsraum war und irgendwas betreut habe oder ähnliches. Dass viel Üben natürlich dazu führt, dass du dein Instrument vernünftig bedienen kannst. Aber das kannst du auch zu Hause. Wenn man sich dann in ein Bandkonstrukt begibt und durch eine Blockprobe beispielsweise 4, 5 Mal am Stück oder tatsächlich von mir aus über einen längeren Zeitraum mal 1, 2 Mal die Woche, ist doch eigentlich alles klar. Dann hat man sein Bandfeeling gefunden. Und je mehr man an den Songs rumübt, desto mehr geht die Frische verloren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das kann man zu 100% auf Produktionen auch übertragen. Und da ist es sogar noch viel schlimmer, weil man live halt eben auch diesen extrem humanen, organischen Faktor hat. Interaktion mit Schlagzeug, Bass, Gitarre. Man spielt oftmals, wenn man dann halt probt, auch ohne Klick. Oder sollte man, finde ich. Und im Studio ist es dann so, je öfter du beispielsweise eine Sängerin oder einen Sänger singen lässt, desto mehr bügelst du mit einem 8 Bar Dampfbügeleisen jegliches Gefühl aus dieser Person. Ich bin der Meinung, dass beispielsweise beim Einspielen von Dingen, wenn es nach dem dritten oder vierten Take nicht gelungen ist, dann stimmt generell etwas nicht. Also mit der Person oder mit dem Take, mit der Komposition, mit sonstigem. Nehmen wir mal jetzt eine Sängerin als Beispiel, stellst du vors Mikrofon, lässt die 20 Mal was singen. Vielleicht ist es nach dem 20. Mal oder nach 30 Takes, 50, 100 Takes, ich habe schon die absurdesten Konstruktionen gehört und gesehen, ist denn der Take vielleicht so, wie man ihn sich vielleicht vorgestellt hat? Aber meiner Meinung nach hat man jegliches Gefühl mit einem Dampfbügeleisen rausgebrettert. Das meine ich mit zu viel üben ist gefährlich. Mein Rat an dieser Stelle, seid amtlich vorbereitet, wenn ihr euch in ein Bandkonstrukt begebt. Und wenn jede und jeder seinen Part kann, dann fließt es automatisch. Und ob es dann vernünftig klingt, liegt nicht daran, ob du das ausreichend in diesem Bandkonstrukt geübt hast, sondern ob dieses Bandkonstrukt vom Gefühl her insgesamt als eine Einheit funktioniert. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du noch und nöcher üben, dann wird das nicht besser, sondern schlimmer. Ich wünsche euch was, seid lieb zueinander. Es ist nämlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Tschüss.